Ist da noch wer? Wenn ja, dann mache ich aus euch Gulasch und damit allerseits und willkommen zurück bei The Division. So, jetzt habe ich gerade nochmal halbwegs Ruhe. Okay, ich hätte länger warten müssen. Mit der Herstellung abgeschlossen. Oder hatte ich vorhin auch schon alles aktiviert? Ja, eher wird es nicht zu aktivieren sein. Also alles analysiert. Ja, mehr wird hier nicht zu holen sein. Da steht eine Typ mitten hier drin und hätte gern was. Nee, hier ist nichts weiter. Gut, dann gehen wir weiter. Es ist wieder Tag geworden. Wie viele Fässer hier rumstehen. Da steht auch noch wer. Aber nur er. Ich würde mich ungern bei einem roten Fass in Deckung begeben. Überraschungsangriff. Mann ey. Hallo Sonne. Oh. Bitte nicht aufs Fass schießen, ja? Hab hier mehr erhofft. Hätt's aber halt besser einsetzen müssen, ne? Der bekommt auch nicht wirklich Schaden. Der war schon zu weit weg. Also die halten nicht so viel aus, aber... Die teilen echt gut aus mit Level 7. Erfahrene Gegner sind stärker und gefährlicher als normale, aber sie lassen auch bessere Beute von. Oh. Level 7 Lila, ne? Das wird ein Spaß. Ich habe gehört, eine Granate fliegt. Hoffentlich nicht zu uns. Doch, doch. Brandgranaten, die Ärsche, ey. Das wird der Arsch auch nochmal davor. Ja, lass die neue liegen. Jetzt muss ich gerade nachladen, jetzt wo er gerade beschäftigt ist. Schade. Ich dachte, da wäre ein Granatensymbol um uns herum. Nein. Oh, Entschuldigung. Dass hier alles aus Versehen hochgeht. Ich muss Ihnen etwas sagen. Faye hat gesagt, die Cleaners halten die gesamte Zeltstadt gefangen. So sieht es aus. Und es passt zum Vorgehen der Cleaners. Wenn Sie die Überreste eines aufspürbaren Virus beseitigen wollten, wohin würden Sie gehen? Dahin, wo die größten Konzentrationen sind. Flüchtlingslager, Barackenstädte. Verdammt, Sie glauben doch nicht. Drakonische Maßnahme, aber überaus wirksam. Sicher, wenn man ein völkermordender Irrer ist. Haben Sie sich mal gefragt, ob wir es verdienen, zu überleben? Jeden Tag, Doktor. Ausschalten. Jeden Tag. Viel Glück, Agent. Mit Feuer wollen sie alles sauber machen. Na. Warum den Lappen nehmen, wenn doch auch abbrennen geht? Hier piept was. Ist das das da oben? Was ist denn das? 4 Bedrohungen. Ach, das entfallen. Böse. Dann habe ich zum Glück vorher gescannt und kann mich jetzt... Na, zu lange gewartet. Diese Terroristen. So, es wird lauter. Wo war denn das? Ah. Das rote Licht da oben gefällt mir gar nicht. Also doch schon, sieht schön aus, aber ich weiß nicht so ganz, was ich davon halten soll. Hey! Liebe Leute. Sie wollen abhauen? Wir müssen hier weg. Dass ein Laser auf sie gerichtet wird, bekommen sie gar nicht mit. Da hinten nochmal. Geht das sofort oder habe ich noch Zeit zum Abhauen? Au. Au. Okay, ich hätte dann eher wegrennen sollen, wenn ich schon versuche zu gucken, ob das Ding zeitgesteuert ist oder annäherungsgesteuert und dann halt noch etwas braucht. Brandsetzer, Miklinos, ja, die arbeiten, glaube ich, gerne mit Feuer.
Noch nicht. Jetzt hat er schon etwas unter. U-Bahn, Underground-DLC-mäßig ist. Kontamination steigt. Haben Sie gehört, Agent? Sie marschieren jetzt in die Höhle des Löwen. Vergessen Sie nicht, dass Sie auch Infizierte am Leben erhalten sollen. Ich meine, offensichtlich werden Sie versuchen, alle am Leben zu erhalten. Aber ich brauche die Virusproben. Und vor allem Proben von Überlebenden mit Antikörpern. Also halten Sie die besonders am Leben. Sie wissen, was ich meine. Ich gehe wieder an die Arbeit. Candle, Ende. Wir wollen also alle quälen. Ich glaube, ich bekomme die Taschen ganz gut mit, da will ich jetzt mal keinen Ping für verschwenden. Mensch. Rechts ist wieder einer. Oh. Na, das sind solche ganz... Nee, ganz normale. Ich dachte schon, wie oben der Hutsch. Aber nein. Schön. Irgendwer will eine Granate werfen. Ah, schönes Grün. Die haben auf jeden Fall was fallen gelassen. Sturmgewehr. Munition. Piept's auf jeden Fall wieder. Und hier sind auch wieder Leute. Ich gehe mal lieber am Rand entlang. Schade. Ach, wegschieben kann ich auch nicht. Die machen wieder sauber. Ja, auf jeden Fall was Explosives. Nee, es ist, glaube ich, bloß so ein Poller, so ein großer Palle. Das sind zwar offenbar die Feuerexperten, aber Feuer ist nicht unbedingt deren Freund. Zumindest nicht im direkten Fall. Na komm schon. Ein Überlebender, 19 Erfahrungspunkte. Die zwei habe ich schon bekommen, die da drüben standen, da hinten so. Das sieht verdächtig aus. Aus. Geht es ja wieder an. Oh, was liegt denn hier rum? Sieht nicht so appetitlich aus. Und der lebt noch? Munition. Nein! Eine Militärversion der L86. Macht mehr Schaden pro Sekunde. Ich leg's mal an. Ganz roh. Oh. Sieht aber seltsam aus. Ich glaube, ich hätte gern meine M4 wieder. Insofern fahre ich Inventar. Waffen. Die M4 ist auch noch besser. Habe ich geschlafen. Tut mir leid. Stufe 5, aber halt nicht so geil. Hier piept es immer noch. Was war denn das jetzt? Sie hat irgendwas geraschelt. Da soll ich jetzt durch. Ich warte noch ein Stück. Ein Bahnhof und ein gut aussehender Bahnhof, der aber noch nicht ganz zu ist. Der soll noch zu werden. Aber hier unten fahren schon Züge lang, auch wenn noch nicht ganz zu ist. Oder die überarbeiten den gerade. Oh, viele Überlebende. Ich brauche meine Deckung. Hoffentlich überleben die alle. Nicht nachgeladen, schade.
Alles Überlebende. Ziel erfüllt. Alarm. Wunderbar. Chemische Zusammensetzung entdeckt. Wahrscheinlich entzündlich. Untersuchung empfohlen. Wo? Bestätigt. Es ist tatsächlich Napalm. Bei diesen Mengen müssen Sie vorhaben, das ganze Depot niederzubrennen. Es wird nicht nur die gesamte JTF-Versorgungskette zerstört. Niemand in dieser Zeltstadt wird diese Geschichte überleben. Wir müssen sie aufhalten. Wir brauchen Granaten. Die machen ganz schön Lärm, die Überlebenden. Pinkelt der dahin? Oh, ein lila Lee. Boah, jetzt kommen die Überlebenden hier vor. Was ist mit denen verkehrt? Was machen die denn? Jetzt rennen die da mitten rein. Ich fass es nicht. Nee, du willst nicht werfen. Oh, der hat da was stehen. Oh, ein böses Gerät. Nicht cool. Au. Oh, ich muss weiter zurück. Nicht sterben, Leute. Boah. Hat nicht nur den Überlebenden weggesprengt. Uns auch. Dabei habe ich mich gerade geheilt. Naja, die sind echt nicht ohne. Alarm. Chemische Zusammensetzung entdeckt. Wahrscheinlich entzündlich. Untersuchung empfohlen. Bestätigt. Es ist tatsächlich Napalm. Bei diesen Mengen müssen Sie vorhaben, das ganze Depot niederzubrennen. Es wird nicht nur die gesamte JTF-Versorgungskette zerstört. Niemand in dieser Zellstadt wird diese Geschichte überleben. Wir müssen sie aufhalten. Was war denn das für ein Kackgerät? Das haben die doch mitten im Kampf aufgestellt. So, mal kurz angetäuscht. Ach so, da oben steht noch was drauf. Hm. Okay. Weiß Bescheid. Zement, komm mal her. Nice, KG, kann ich nicht auf die schießen, wenn die auf mich zulaufen. Oh. Dann komme ich wieder zu dir, kleine Säule. Hätte sie es ihm auch sagen. Weiß ich mal, wie das ist. Oh. Na, da ist noch ein Fass. Ah, der brennt ab. Das halt so sehr. Ich denke, da kommt jemand von der Seite. Ach, das ist so ein Gerätaufbauer, hä? Oh. Die zimmern hier ordentlich rein. Geht das schon wieder? Nee, noch nicht. Ist noch nicht voll. Ah, das dauert noch ganz schön lange, das Lebensenergiespender-Gerät. Oh. Der baut wieder einen Scheiß auf. Dann gönne ich mir mal. Gefällt mir gar nicht, dass die was aufbauen wollen. Oh Mann, da will man einfach etwas länger schießen und schon ist man niedergeschossen worden. Die geben echt Saures. Chemische Zusammensetzung entdeckt. Wahrscheinlich entzündlich. Untersuchung empfohlen. Bestätigt. Es ist tatsächlich Napalm. Bei diesen Mengen müssen Sie vorhaben, das ganze Depot niederzubrennen. Es wird nicht nur die gesamte JTF-Versorgungskette zerstört. Niemand in dieser Zellstadt wird diese Geschichte überleben. Wir müssen sie aufhalten. Ist das nochmal hintergerollt? Weil hier liegt eigentlich gar keins. Wenn die auf das... Nee, komm, ist mir zu blöd mit dem Fass da. Wenn die einmal draufballern, auch aus Versehen, dann sind wir am Arsch. Sind wir jetzt schon... Was? Hallo? Was? Schrotflinte? Da stand links irgendwas von Schrotflinte. Ich sollte mich dann vielleicht doch lieber an... Chemische Zusammensetzung entdeckt. Wahrscheinlich entzündlich. In Zukunft. Untersuchung empfohlen. Bestätigt. Es ist tatsächlich Napalm. Bei diesen Mengen müssen Sie vorhaben, das ganze Depot niederzubrennen. Es wird nicht nur die gesamte JTF-Versorgungskette zerstört. Niemand in dieser Zellstadt wird diese Geschichte überleben. Wir müssen sie aufhalten. Ich würde mich dann doch lieber in Zukunft an Gleichstarke ranmachen. Erstmal. So, mehr Übersicht ist doch geiler. Jetzt wird alles besser. Achtung.
Jetzt müssen die nämlich teilweise nach oben kämpfen. Ich glaube, das finden sie nicht so cool. Du baust nichts auf, ja, das sage ich dir gleich. Ich wollte den Tank zerschießen. Ich dachte, hat er schon was aufgebaut? Nee. Ein Freistehender, super. Der baut nichts auf. Das ist Schrott und ein Heinze. Treffen aber auch nicht. Nicht gut. Also hier oben klappt das deutlich besser. Man kämpft doch besser von oben nach unten. Na, das ist aufgebaut. Scheiße. Oh, 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 oh. Wie hat er das gemacht? Oh, er freut sich auch noch. Der hat sich doch angeschlichen. Dieser hundsgemeine Hund. Alarm. Chemische Zusammensetzung entdeckt. Wahrscheinlich entzündlich. Untersuchung empfohlen. Bestätigt. Dabei. Es ist tatsächlich Napalm. Bei diesen Mengen müssen Sie vorhaben, das ganze Depot niederzubrennen. Es wird nicht nur die gesamte JTF-Versorgungskette zerstört. Niemand in dieser Zellstadt wird diese Geschichte überleben. Wir müssen sie aufhalten. Dabei sollte doch alles besser werden. Okay. Freistehend? Nicht mehr, schade. Dein Kopf guckt raus. Sag mal, merkst du nicht? Na? Der hat sein Radio aufgebaut. Mann, die haben auch so ein Geschütz, wie wir es haben können. Baut der ein neues auf? Hinten kommt jetzt aber niemand, ja? Na, jetzt hat er wieder eins aufgebaut. Ey, hallo? Wir gucken auch gerade raus. Der baut noch eins auf. Hm, oh. Die haben sie echt nicht mehr alle. Oh, so ist der vorhin rumgekommen, der Arsch. Okay, jetzt habe ich es mitbekommen. Na, immerhin. Ich kümmere mich doch erstmal um die Bösen, die vielleicht was aufbauen können. Und dann um die Technik. Die wird einfacher sein. Ich habe es wohl geschafft. Oh, habe ich noch abhalten können? Nein. Aber jetzt habe ich erstmal hier zu tun. Ah, die machen es echt nicht schlecht. Die Gegner sind knackig gut. Finde ich echt nicht schlecht. Er geht gleich auf. Bumsa. Sah sehr schön aus. Ich könnte mir den ehemaligen Stützpunkt da schnappen. Aua, aua. Mache ich jetzt auch, glaube ich. Nicht Fallschaden. Aua, bekommen. Oh! Du dummes Ding! Du baust da nix auf, sage ich dir, Lümmel. Hier oben ist auch Deckung. Nein! Mist! Letztes Medkit. Na, immerhin habe ich noch die Pistole, aber. Schweißt du das wieder ganz oder wie? Oh, er trifft uns noch. Ich brauche den Medizinimpuls und zwar schnellstens. Ich bin gerade relativ weit, also. Anhalten. Okay. Gott. Oh Mann, ey, das ist echt knackig, aber das macht Spaß. Und zwar richtig.
Und damit machen wir auch in der nächsten Folge weiter. Und bis dahin, macht's gut und tschüss.